Also es gibt Geschäfte im Hinterzimmer. OTC heißt das. Over-the-Counter-Abschlüsse. Das klingt so, als wenn da kein Licht an wäre. Was ist das genau? Ja, das trifft es im Kern. Over-the-Counter heißt über die Theke, andere setzen es unterm Tisch, übersetzen es damit, also over-the-counter über die Theke. Under the table. Over-the-counter ist also under the table. Also nicht in der Börse. Ja, danke, schön. Danke, Frau Schmidt. Das ist schön, wenn lass mich doch zuerst Müller mal erklären, dann die Gegenseite. Normalerweise, ja, viele Geschäfte laufen über die Börse. Da ist ein, da wird das genau dokumentiert, wer gegen wen was gemacht hat. Die Aufsichtsbehörden haben das genau im Blick. Ja. Prima. Und diese Geschäfte laufen im Hintergrund per Telefon zwischen zwei Parteien. Ein großer Kunde, die Bank, und die machen per Telefon ein großes Geschäft abseits der Börsen. Und die Börsen. Welche Größenordnung, damit wir es wissen? Wir reden da über Billionenbeträge weltweit, die hier gemacht werden. Also richtig, da wird die richtig große Summe gemacht. Wesentlich mehr als an den Börsen direkt gemacht wird. Frau Schmidt, möchte ich jetzt widersprechen? Nein, nein. Aber das ist richtig geschildert. Ich dachte, die Erklärung hätte etwas kürzer ausfallen können. Herr Beckmann, darf ich, weil hier hat nämlich auch die Regulierung zugegriffen, das wissen Sie doch, Herr Müller. Die OTC-Geschäfte sind wesentlich teurer geworden, weil sie mit viel mehr Kapital unterlegt werden müssen. Und es gibt das Thema, dass alles über die Börse gezogen werden soll. Es gibt das Thema, dass es ein Transparenzregister gibt, um genau das aufzugreifen. Also das ist alles erstmal. Wir wissen von jeder das Totschlagsargument, wenn Sie mir sagen, die Regelungen sind da, aber noch nicht umgesetzt. Wir wissen von jeder Kuh auf der belgischen Weide, wo die geboren ist, wann die sterben wird, wie viel Milch die gibt und alles drumherum. Wir wissen nicht, welche Milliarden und Hunderte von Milliarden Geschäfte over the counter in Hinterzimmern per Telefon abgeschlossen werden, wer daraus resultierend, welche Risiken gegen wen hat, und das kann zum Zusammenbruch unseres gesamten westlichen Systems führen. Und wir wissen das nicht. Da ist zuerst mal, und das ist die Transparenzinitiative ja gut, wenn es denn so käme, wenn diese Geschäfte müssten an die Börse, müssten an einen zentralen Kontrahenten, müssen, und die noch übrig bleiben, müssen offengelegt werden, zumindest für die Aufsichtsbehörden, damit man sieht, wer hat denn welche Risiken, damit die Banken nicht sagen können, oh, alles bricht zusammen, wenn das und das passiert. Wir haben weltweit gut 700 Billionen Dollar an Derivaten, wo die überwiegende Anzahl eben over the counter, nicht über die Börse ist. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das sind also, sagen wir mal, 400 Billionen Dollar, wo keiner weiß, wo eigentlich das Risiko liegt, wer mit wem, hat er sich abgesichert oder nicht, in welchen Banken liegt das. Null Ahnung, es ist wie ein schwarzer Kasten. Dass wir sowas zulassen. Herr Beckmann, darf ich ganz sicher. Sie dürfen ganz sicher jetzt, und es wird keiner dazwischen gehen, Sie haben jetzt 30 Sekunden. Wunderbar, brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Wir sind uns an der Stelle, völlig einig. Und das Gute ist doch, da wird doch dran gearbeitet. Das ist doch erkannt. Es gibt die Vorschriften zum Transparenzregister, es gibt die Vorschriften zum Central Counterpart, es gibt die Vorschriften, dass die OTC-Derivate unattraktiv werden. Also Sie haben die Problemlage völlig richtig geschildert. Es wird Gott sei Dank auch daran gearbeitet. Ob es erfolgreich sein wird, wann es erfolgreich sein wird, daran gearbeitet. Ja, die Regulatoren sind hier unterwegs. Das ist auch etwas, was durchaus einen gewissen Komplexitätsgrad hat. Ich sage es nur deshalb, weil immer so der Eindruck erweckt wird, die bösen Lobbyisten, die drängen das alles ab. Und dafür sind Sie heute da, das zu erzählen. Das war jetzt ein bisschen mehr als 30 Sekunden. Okay. Anderes Thema. Finanztransaktionen gar nicht machen, weil wir ein Schuldgeldsystem haben. Und ich glaube, Herr Schäffler hat das anfangs schon mal immer wieder mal angedeutet. Wir haben ein System, das auf Schulden basiert. Geld entsteht ausschließlich durch Kreditaufnahme in unserem System. Und der ganz große Fehler ist, dass diese Geldschöpfung, diese Kreditaufnahme im Wesentlichen durch die privaten Banken geschieht, die dieses Geld schöpfen können, mehr oder weniger aus dem Nichts heraus. Der Profi möge mir verzeihen, laienhaft ausgedrückt zum Verstehen. Das heißt, solange unsere Wirtschaft wächst, und das soll sie ja ständig, muss sie auch aufgrund des Zinses, der immer noch draufkommt, brauchen wir Wachstum, um die Zinsen im nächsten Jahr wieder zu bezahlen für die, die wir mal aufgenommen haben. Das heißt, die Wirtschaft muss wachsen, also brauchen wir immer mehr Geld, und das entsteht nur durch Schulden. Also gibt es immer mehr Schulden. All den Schulden auf der Welt steht Guthaben gegenüber. Amerika 16 Billionen Dollar Schulden. Irgendwer hat da Ansprüche in 16 Billionen Dollar Höhe. Ausgeglichen, möge man sagen. Aber es ist sehr ungleich verteilt. Die Masse der Bevölkerung, der Menschen hat davon nichts. Das Geld sammelt sich bei wenigen. Aber die Masse der Bevölkerung muss es erwirtschaften, diese Zinsen. Weil für den Bürger spielt es gar keine Rolle, wo das Geld liegt. Darüber hinaus ist sozusagen, wenn man sich das anguckt, in diesen Größenordnungen, die Komplexität, aber auch die Verteilung des Geldes, wo das ganz viele Geld liegt und wo nichts mehr ist, geht das Vertrauen verloren. Und das ist ja das, was überall zu spüren ist. Das ist das Problem. Wir verstehen es nicht mehr. Wir haben das Gefühl, die Politik versteht es nicht mehr. Und was machen die Banker da eigentlich? Sie kommen alle aus unterschiedlichen Ecken. Also Sie haben 20 Jahre an der Börse gearbeitet, Frau Schmidt, Sie waren in der Londoner City. Wenn Sie das so genau angucken, hat sich das
Berufsbilds radikal verändert, wenn Sie mal zurückgucken, damals, als Sie angefangen haben und jetzt heute? Mit Sicherheit hat es sich verändert, natürlich. Die große Deregulierungswelle in Europa hat die amerikanischen Banken, insbesondere nach Europa und nach London, dann eben als größten Typus Finanz- Banker, meine ich. Ja, und damit hat sich der, wenn man so sagen will, das Negative, das, auch das Negative des globalen Investmentbankers in Europa breit gemacht. Mhm. Das heißt, die Kurzfristigkeit, nur auf meine Vergütung schielen, was immer ich für eine Transaktion mache, ich will meinen Bonus morgen haben, alle diese Sachen, die haben sich mit der Deregulierung breit gemacht. Dazu kamen dann noch Thatcher und Reagan oder der Davos-Mann, Shareholder Value, all diese großen Martin Dinge. Blessing, der Commerzbank-Chef, hat gesagt vor ein paar Tagen, es wäre angemessen, das übertrieben hohe Gehaltsniveau wieder dem der Industrie anzunähern. Glauben Sie da an ein Umdenken? Vielleicht hat er an Herrn Winterkorn gedacht, wer weiß das schon. Okay, Sie von der Bank sind im Geschäft, wissen das ganz genau, schreiben Bücher und beraten Leute und halten Vorträge, um Menschen aufzuklären. Kommt die Politik zu Ihnen? Ich spreche mit vielen Politikern und auch ja, ich versuche meine Informationen neutral zu geben, weil ich keine Lobby vertrete, aber in diesen Gesprächen erfahre ich auch, wie massiv der Einfluss der Lobby ist, wie auf der anderen Seite Druck gemacht wird, wie rund um die Können Uhr versucht Sie das schildern, wie das abläuft? Gibt es Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben und dann Politik bei Gesetzesentwürfen beraten? Es gab es vorher nie. Es gab es bis in die Anfang der 2000er Jahre, wurden die Gesetze in den Parlamenten erarbeitet, wurden die von den Staatsangestellten Experten wurden die Gesetze geschrieben. Heute werden die Gesetze häufig ausgelagert. Das heißt, private Anwaltskanzleien wie Linklaters, wie Freshfields, die schreiben die Gesetzesvorlagen, die beraten. Für Herrn Gutenberg. Für Gutenberg haben sie ein komplettes Gesetz vorgeschrieben und der hat den Fehler gemacht, nicht copy and paste, nicht es zu guten Placken auf den Briefbogen, sondern hat es direkt rübergeschoben. Ja. Da hat man es gesehen, dass es von der Kanzlei kam. Ja, und das sind die Kanzleien, die parallel die Banken beraten. Wie ist denn da eine Unabhängigkeit? Das sind Leute, die werden bezahlt, die sind finanzabhängig und die haben ihr als Großkunden die Banken. Und auf der einen Seite beraten sie die Regierung, machen Gesetze zur Bankenregulierung, beraten parallel die Banken, wie sie dagegen klagen können. Das ist pervers. Die Gesetze müssen, und das erwartet der Bürger, in der Politik gemacht werden, müssen in den Unterabteilungen gemacht werden und nicht bei privaten Anwaltskanzleien und nicht bei den Banken. Es gibt Situationen, in denen Bankenvertreter und Bankenorganisationen eigene Anwälte in Büros im Bundestag reingesetzt haben, die haben dort ein Büro gehabt, haben an den Gesetzen mitgearbeitet. Das ist doch nicht aus Lobby-Sicht das ist ideal, aber aus Bürgersicht eine Katastrophe. Herr Müller, entschuldigen Sie, aber das ist mir ein bisschen platt. Nein, das ist mir ein bisschen platt. Also Sie dürfen mir eines glauben, wie der Gesetzgebungsprozess in Berlin läuft, das können wir ganz gut beurteilen, weil das ist ja unser Job, dass wir da relativ nah dran sind. So gut wie aber, Herr Müller, das Wichtigste ist, unterschätzen Sie doch mal bitte unsere Politiker nicht. Wieso? Sie können mit den Politikern durchaus hier auch auf fachlich gutem Niveau sprechen. Das ist doch, Herr Müller, das ist doch nicht alles. Das ist doch nicht alles Rocket Science. Und die Stories, die Sie da erzählen, glauben Sie denn, die Banken haben ein Interesse daran, hier destabilisierend zu wirken, alle Regulierungen abzuwenden? Ihre Interessen durchzusetzen. Glauben Sie denn, dass die jetzige Staatsschuldenkrise etwas ist, wo die Banken sagen, Mensch, super, dass wir das haben, wunderbar. Wir sitzen doch hier alle. Aber es klingt gerade so, dass die Banken gegen das Gemeinwohl hier den Politikern auf dem Schoß sitzen und denen irgendwas ins Ohr blasen. Und diese Verschwörungstheorie mit den Rechtsanwaltskanzleien, das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten. Das ist auch schon tausendmal vorgebracht. Herr Schäfer, raus mit den Belegen. Machen Sie die Politik nicht schlecht. Herr Schäffler, ist das inzwischen so, dass die Politik sich von außen dermaßen beraten lässt? Komm, hier, da machen wir Tacheles. Komm. Wunderbar. Sehr geehrter Kollege, das ist ein Brief hier. Die Bundesregierung hatte uns, sehr geehrter Kollege, unterschrieben, das ist das Ganze von
Stefan Kampeter. Die Bundesregierung hatte externen Sachverstand in Form von Staatssekretär. Gutachten, Studien oder sonstigen Beratungsleistungen zu folgendem Aspekt des gesamten Gesamtpaketes zum ESM von der Firma Freshfield Bruckhaus Deringer eingeholt, europaweite Einführung von Klauseln und so weiter und so weiter. Und hat ebenfalls noch andere Gutachten eingeholt von denen. Er schreibt's und Sie sagen, das stimmt nicht. Also Moment, jetzt übertreiben wir es aber. Das ist eine Erklärung, das ist eine Kanzlei, die darauf spezialisiert ist. Und das Finanzministerium hat sich in diesem Fall in Vertretung des parlamentarischen Staatssekretärs ein Gutachten geholt. Ja. Nicht nur Gutachten, Studien und Beratungsleistungen. Bei jedem Gesetzgeber. Was ist jetzt daran schlimm, Herr Müller? Gibt es eine Expertenanhörung in den Ausschüssen des Bundestages? Die äußert er sich nicht aus Geheimhaltungsgründen. Ja, ist klar. Da steht das auch drin. Offenlegung eines Honorars steht unter Strafe, deshalb dürfen wir darüber nicht reden. Also ich kann da nur per se nichts Schlechtes dabei finden, wenn die Politik sich externen Sachverstand holt und sich beraten lässt. Das beeinträchtigt doch nicht ihre Entscheidungsfähigkeit. Glauben Sie, dass Linklater nicht diesen Gesetzentwurf für Gutenberg geschrieben hat? Das ist bewiesen. Ich rede nicht über Gutenberg, sondern ich rede über den Brief, den Sie gerade vorgelesen haben. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass ich nichts Verwerfliches dabei finden kann, wenn der Finanzstaatssekretär sagt, wir haben uns externen Sachverstand in einer komplexen Frage geholt. Daran kann ich nichts. Anwaltskanzleien Gesetze vorschreiben. Drehen Sie mir doch bitte nicht das Wort im Mund um. Doktor? Dass sich die Politik externen Sachverstands bedient, halte ich für absolut legitim und vernünftig. So. Und Herr Schäffler, die Unabhängigkeit der Abgeordneten ist doch nur wirklich so groß, dass Sie beurteilen können, inwieweit Sie dem folgen oder nicht folgen. Herr Schäffler, kurze Frage. Ist das Praxis? Ist das ganz normaler Vorgang, der hier beschrieben wird? Von ja, das ist leider Praxis. Und seit vielen, vielen Jahren Praxis. Stimmt doch nicht. Das Problem ist nicht, dass die Politik das nicht beurteilen kann. Sie hat nur keine Zeit, es zu beurteilen. Das Gesetzgebungsverfahren, die sind inzwischen so zusammengestaucht auf wenige Tage, wenige Wochen und wir werden mit Papier zugemüllt und müssen das mit wenigen Mitarbeitern versuchen zu durchdringen. Und das ist das Problem. Wie machen Sie es persönlich, um es zu kapieren, um es zu verstehen? Lassen Sie sich auch helfen, beraten? Man konzentriert sich natürlich auf die Themen, mit denen man sich tagtäglich beschäftigt und versucht an anderer Stelle eben, ja, ich bin jetzt Finanzpolitiker, ich beschäftige mich nicht mit Entwicklungshilfe beispielsweise. Ich konzentriere mich auf diese Fragen und versuche das zu durchdringen. Aber wenn Sie natürlich am Freitagnachmittag, wie bei der Energiewende, bei dem Atomausstieg, um ein anderes Beispiel zu nennen, hier so und so viel Papier bekommen und Sie müssen am Montag darüber abstimmen, dann ist das natürlich kein gängiges parlamentarisches Verfahren. Sehen Sie sozusagen als Alltag inzwischen im parlamentarischen Meinungsfindungsvorgang, dass die Parlamentarier dermaßen unter Druck gesetzt werden, mit Papieren überhäuft und das nicht durchdringen können? Und wir reden halt von Politik. Aber es ist nicht die Politik, die das macht, sondern das ist die Bürokratie, das ist die Administration, das sind die Ministerien. Wie kann man sich dagegen wehren? Ja, als Abgeordneter muss man protestieren dagegen beim Parlamentspräsidenten. Tun Sie das? Ja, indem ich ihm einen Brief schreibe. Und er hat auch darauf reagiert. Er hat dann, uns sind wesentliche Unterlagen beim ESM beispielsweise nicht zur Verfügung gestellt worden. Und ich habe ihm dann einen Brief geschrieben. Und dann habe ich die Unterlagen gekriegt. Es war alles sehr kurzfristig. Das heißt, Entschuldigung, Sie gehen davon aus, dass jetzt bei der Frage, wie ist dieser europäische Stabilitätsmechanismus gebaut, die Parlamentarier das nicht alle genau wissen? Ja gut, das ist natürlich auch eine sehr komplexe Materie. Er sagt, das wäre keine Rocket Science. Er sagt, das wäre gar kein Problem, das können die alles verstehen. Rocket Science kurz übersetzen. Im Übrigen, auch da herrscht das Gerücht, dass der Vertrag auch nicht im Ministerium geschrieben wurde, sondern auch von der Anwaltskanzlei. Also das ist schon eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht besonders gut ist. Wenn man Expertise nicht im eigenen Ministerium hat, sondern alles auslagert, dann ist das, glaube ich, nicht hilfreich. Hätten Sie noch Lust, in die Politik zu gehen, wenn Sie das hören? Wieso? Was meinen Sie mit hätten Sie noch Lust? Ich habe noch nie Lust gehabt. Da konnte Ihr Vater nicht ansteckend wirken? Nein. Aber ich denke, ein Problem, was Herr Schäffler da sagt, ein anderes Problem ist zum Beispiel auch diese ganzen Rettungstöpfe und Rettungsgesetzgebungen, die im Europäischen Rat ausgehandelt werden, die eigentlich von jetzt auf gleich gesetzt werden sollen, wo dann die nationalen Parlamente eigentlich gar keine Zeit mehr haben. Ja.
daran noch was richtig, was zu gestalten, modifizieren, ja. Sondern eigentlich können sie nur Ja oder Nein sagen. Ja. Für was anderes ist keine Zeit. Und das ist natürlich ein Unzustand. Das ist was, ein Unding. Ja. Es ist ganz undemokratisch.